Als du bei uns warst, also bei Beşiktaş warst, hast du mit Muhammed Demirci gemeinsam gespielt. Das war, oder ja, er galt als Jahrhunderttalent in der Türkei, der nächste Messi, dies, das. Und mittlerweile ist er in der, ich glaube, vierten türkischen Liga gelandet. Was denkst du, hat er falsch gemacht? Oder was würdest du jetzt als, ja, als Nachwuchstrainer oder als U19-Trainer ihm empfehlen? Oder was hättest du anders gemacht? Also ich bin ganz ehrlich, diese Prognose habe ich tatsächlich auch gestellt, dass er genau da landet, wo er jetzt aktuell ist. Weil ich einfach grundsätzlich wusste, dass es für ihn nicht weiter reicht. Also er hat natürlich unglaubliche Fähigkeiten gehabt, schon in jungen Jahren. Ich glaube, er hatte mit, ich glaube, mit 15 seinen Profivertrag unterschrieben in Istanbul. Und dementsprechend natürlich auch für so junge Jahre oder in so jungen Jahren schon viel Geld verdient. Und wurde natürlich unglaublich gehypt in der Türkei, gerade medial. Wie du sagst, der nächste Messi, der türkische Messi, der wie auch immer. Ich glaube einfach, dass man dem Jungen damit einfach nichts Gutes getan hat, weil man ihn einfach zu früh, zu schnell in eine Sphäre geschickt hat, wo er eigentlich grundsätzlich nicht gerecht werden kann. Weil wenn man mit dem besten Spieler der Welt verglichen wird, ist das nicht ganz so einfach zu handeln. Und ich glaube grundsätzlich, dass einfach diese Eigenmotivation und diese, ja, da haben wir, kommen wir immer wieder zu dem Thema Disziplin, war in dem Fall aus meiner Sicht bei ihm einfach nicht so gegeben, dass man es wirklich dann in die erste Mannschaft dann, ja, auf Dauer schafft. Und ich glaube, ja, ich würde so einem Spieler heute, ja, Folgendes mitgeben, dass er A, nicht sich auf sein Talent verlässt, weil das reicht einfach im Profifußball nicht. Das reicht vor allen Dingen nicht mehr auf der Ebene, wo heute der Profifußball sich befindet. Und ich glaube, ich als Jugendtrainer, also wenn er jetzt mein Spieler wäre in der U19, ja, würde ich ihn auch grundsätzlich für so ein Verhalten beziehungsweise für so ein Ding einfach auch in den Hintern treten.